Zuerst die schlechte Nachricht. Jemand von uns wurde entführt. Und es gibt keine gute Nachricht. Ja, zum Glück habe ich in der stetig wachsenden Liste unserer Feinde den wahrscheinlichen Täter identifizieren können. Wenn du ihn findest, natürlich, finden wir auch das Entführungsopfer. Ist Mary Kelly auf Eis. Zu legen, während sie weiter mit diesen Mikrochips Leben zerstört. Aber fürs Erste haben wir keine Wahl. Dann sollten wir uns das Hauptproblem mal genauer ansehen. Nigel Cass, stinkreicher Kriegstreiber und aktueller CEO der Albion-Schlägertruppe. Cass hat von den Bombenanschlägen am meisten profitiert. Es ist zwar super, Leute zum Widerstand aufzurufen, aber das reicht nicht aus, um London aus Albions Fingern zu befreien. Nicht mit Cass an der Spitze. Ich vermute, du schlägst vor, dass wir den Boss des privaten Militärunternehmens beseitigen, das die komplette Stadt abgeriegelt hat. Eine verlockende Idee. Aber wo sollen wir da anfangen? Bagley hat eine mögliche Schwachstelle in Cass Rüstung entdeckt. Ein ehemaliger Insider und Freund, der noch ein Hühnchen zu rupfen hat. Sicher nützlich, wenn wir ihn finden und überzeugen können, mit uns zu arbeiten. Komm ins Versteck. Dann reden wir drüber. Oder mehrere Verdächtige gemeldet. Verstanden. Wir greifen an, falls nötig. Alle Bürger sind verpflichtet, Albion-Mitarbeitern jegliches gesetzeswidrige Verhalten zu melden. Was gibt's da für Lachen? Schusswaffen ein! Genug ist genug! Unglaublich! Dich mache ich kalt! Du gehörst mir! Zentrale, wir verfolgen die Zielperson! Spur der Zielperson. Ende. Ich gehe weiter. Hier ist nichts. Kehren zur Zentrale zurück. Suche abgebrochen.
Gut, reden wir über Albion PMC. Die einzige Organisation, die Entwicklungsländer noch stärker unterdrückt als die britische Regierung. Albion, angeführt von Nigel Cass, von Partisanenmedien als charismatischer Visionär, von Amnesty International als Kriegsverbrecher bezeichnet, sollte nach den Anschlägen Recht und Ordnung in der Stadt wiederherstellen. Das Timing ist gerade aber wirklich passend. Das stimmt. Das sind zwei Gründe, weshalb Cass für uns interessant ist. Wir haben einen. Er heißt Hamish Bulagi. In London geboren und schon mit 14 technischer Stipendiat der Cass Foundation, wobei Cass selbst sein persönlicher Mentor war. Mit 16 entwarf Bulagi Cass' erste Drohnenflotte. Kleines Detail. Cass verschob die Veröffentlichung um eine Woche auf Bulagis Geburtstag. Cass ist für Bulagi wohl eine Vaterfigur. Wieso sollte er uns helfen? Sie haben sich nach einem Vorfall im Niger-Delta vor 3 Jahren zerstritten. Menschenrechtsanwälte warfen Cass damals vor, eine Drohnenflotte entsandt zu haben, um ein Dorf, das gegen die Errichtung einer Pipeline protestierte, auszulöschen. Doch die Drohnen hatten zuvor eine Fehlfunktion. Bulagi hatte sie wohl sabotiert. Seitdem ist er auf der Flucht. Tracking-Daten zeigen jedoch, dass er wieder in London ist. Shit, er will sich wohl rächen, auch für die Protestierenden. Der Typ hat Cass Drohnen entworfen. Ich denke, er versucht, Albion zu entwaffnen. Er ist untergetaucht, aber das ist nur eine Vermutung. Doch ein abgefangener Albion-Geheimdienstbericht unserer Freundin Caitlin Lau zeigt, dass auch Cass weiß, dass Bulagi sich in London aufhält. Unser Job ist also klar. Wir müssen Bulagi kontaktieren, bevor Albion ihn findet und ihn überzeugen, dass Cass unser gemeinsamer Feind ist. Der Typ ist unsere Chance, Albion zu stoppen und uns zu rehabilitieren. Und die größte Privatarmee der Welt will ihn tot sehen. Kaum Druck. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich konnte den Bereich, in dem wir Hamish Bulagi vermutlich finden, eingrenzen. Ich habe die Koordinaten an deine Optik geschickt. Nicht schlecht.
klar.